Ja. Ich freue mich, dass wir hier auf dem Weg rauf zum Mullebab sind. Mullebab heißt ja Maulwurfshügel. Und mit mir hier gekommen ist Heine, derjenige, der Mullebab zum Leben erweckt hat und der uns einen wunderbaren Kinofilm beschert hat. Und es ist auch die Stimme von Franz von Hahn hier, Christoph Maria Herbst. Ja, alles perfekt. Und wir stehen hier oben, begossen diesen Pudel aus besonderem Anlass. Wir wollen nämlich den drei Freunden ein dauerhaftes Denkmal setzen. Und das werden wir jetzt gleich enthüllen. Gott sei Dank hält sich das Wetter, also in dem Sinne der Regen. Und den Regen zum Trotz tragen wir dann nochmal. Jetzt geht's los, ich soll hier die Schere nutzen. Ja. Den Nabelschnur. Den Nabelschnur. Und jetzt darf gezogen werden. Der eine. Ja, oh, oh, oh. Von der anderen Seite auch noch. Ja, ich muss nur noch eines sagen. Bahnfrei Kartoffelbrei. Bahnfrei für Freundschaft überall. Das war das, was wir heute gelernt haben, wie man Freundschaft stiftet. Und das ist ein großes Geschenk und dafür möchte ich Herrn Heine ganz besonders danken. Ja, ich danke Ihnen allen, wie Sie gekommen sind, aber es ruht ja nicht nur auf meinen Schultern, sondern ich sage immer, so ein Film ist ein Gesamtkunstwerk. Da haben 500 Leute dran gearbeitet und da braucht man eben so eine Leute wie ihn hier in den Herbst und Martin. Man braucht Verrückte, die mitarbeiten. Damit es gelingt. Und wenn man für die Freundschaft kämpft, dann sieht man immer. Ja, herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Wir wollen dann noch ein bisschen feiern. Ich freue mich, dass auch unser Ministerpräsident Christian Wulff heute bei uns ganz privat. Deswegen hält er jetzt keine Rede.